Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtung Abzocke, Betrügern auf der Spur. Wir widmen uns heute einem Thema, was uns alle im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, der Mobilität. Später geht es in der Sendung noch um den Gebrauchtwagenmarkt. Sie ahnen es, ein trüber Teich, in dem manch böser Fisch mitschwimmt. Jetzt aber erstmal zu einem Top-Trend der Mobilität, nämlich E-Bikes. Fahrräder, die einen motorisierten Antrieb hier drin eingebaut haben. Das ist ein Wachstumsmarkt, da werden Milliarden umgesetzt. Ja, und mancher Händler ist dabei, der hat weniger die Kundenzufriedenheit und manchmal noch nicht mal die Sicherheit seiner Kunden im Sinne. Alle nennen sie E-Bikes, aber bis 25 Kilometer pro Stunde heißen sie eigentlich Pedelecs. Ja, sie sind nicht billig, aber sie machen Spaß. Und nicht erst seit Corona sind sie der Mobilitätstrend Nummer 1 in Deutschland. Und bei dem wollten auch zwei meiner Zuschauer mitmachen. Aber statt Ausflügen durch Stadt und Land gab es Probleme und schließlich einen Hilferuf. Ich fahre nach Heimhausen bei München zu Monika und Siegfried Jobst. Guten Tag, Peter Giesel, grüße Sie. Hallo. Grüß Gott, hallo. Ich komme, weil Sie ein Problem mit fahrbaren Untersitzen haben. Könnte man so sagen. Ihr Auto scheint es nicht zu sein. Ich glaube, das, worum es geht, steht in der Garage. Ja. Machen Sie mal auf. Okay. Ah, Radelfreunde, schön. Das ist Ihr Fahrrad. Das ist mein Fahrrad. Darf ich mal kurz eine Runde machen, bevor wir weiterreden? Nur mal einmal hier über den Hof. Rund 2 Millionen E-Bikes und Pedelecs wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Dreimal so viele wie im Jahr 2017. Bis Tempo 25 sollte der Motor unterstützen. Aber ich muss feste strampeln. So, also sowas fährt man natürlich mit Batterie. Aber ich habe jetzt schon gesehen, das zeigt an, dass es voll ist. Und geht nicht. Genau. Und geht nicht. Korrekt. Und deswegen bin ich. Ja, genau. Na, dann erzählen Sie doch mal, wie hat das Ganze angefangen? Es sollten E-Bike sein, für Sie beide sogar. Ne? Ja, richtig. Wir waren auf der Free in München. Und eine Messe, ne? Eine Messe, Freizeitmesse. Und da haben wir diesen Stand entdeckt. Was hat Sie denn da überzeugt? Das Gewicht einfach. Genau, und das war eine Firma aus der Oberpfalz, also in Bayern. Wow, also made in Oberpfalz. Ja, darum haben wir gedacht, wir unterstützen so eine Firma und wollten da was Gutes tun und uns auch was Gutes tun. Darf ich mal fragen, was sowas dann kostet, so ein ganzes Rad? Ja, zum Messepreis waren es einmal 2.300. 2.300 und deins für 2.200. Die meistverkauften Modelle bekommt man online schon um die 1.000 Euro. Sie wiegen aber auch mehr als 20 Kilogramm und kommen eher klobig daher. Das Elektrorad unserer Zuschauer war aber eines von diesen eleganten Leichtgewichten, die ein Stück teurer sind. Sie verstecken Motor und Akku im Rahmen und fallen somit nicht gleich als E-Bike auf. Mit rund 16 Kilogramm sind sie in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Zwar kein Schnäppchen, aber okay. Die Jobst zahlten 1.000 Euro an. Liefertermin Ende März. Ende Mai kommt dann eins. Aber nur ein Leihrad. Dann ist das Rad nach mehrmaligen Telefonaten und Anrufen und sowas, haben sie uns das dann geliefert. Und weil meins noch nicht fertig war, habe ich ein Leihrad bekommen. Im ersten Fahren, wo es übergeben worden ist, hat es problemlos funktioniert. Auch die Tage danach. Und wir haben dann am 1. Juni, glaube ich, einen Ausflug gemacht. Da ging es schon nicht mehr. Etwas weiter Ausflug gemacht und dann ging es ab der Hälfte von der Strecke nicht mehr. Oh, war das im bergigen Gelände dann auch noch? Nein, das war Gott sei Dank nicht. Seit Februar wartet Monika auf ihr E-Bike, muss stattdessen das graue Leihrad fahren. Siegfried Jobsts E-Bike wurde geliefert, im gewünschten Blau, ging aber bei der zweiten Fahrt kaputt. März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Wir haben jetzt Oktober, bald November und Sie haben noch immer nicht beide bestellten Fahrräder da. Nur ein Leihrad und ein kaputtes. Der Verkäufer verweigert die Reparatur. Das zweite Rad fehlt und eine Antwort auch. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir hier irgendwann mal mit dem zweiten Fahrrad vor Ihrer Tür stehen, weil eigentlich wollen Sie ja nur Ihr Geld zurück. Eigentlich schon. Trauen Sie der Karre noch, also dem Ding hier? Nein. Nee. Das ist eine ehrliche Antwort. Sie haben auch mal geprüft selber. Natürlich. Ich habe die Spannung gemessen am Akku, habe die Verkabelung geprüft, was man als Laie prüfen kann.
Darf ich es mitnehmen? Natürlich, gerne. Um es sich von einem Profi mal ihm das vorzuführen und rauszufinden, was an dem kaputt ist. Ja, die Unterlagen bitte noch. Jawohl. Vielen Dank dafür. Und wir aus der Redaktion melden uns. Ja, bis dahin wünsche ich Ihnen einen Herbst und Winter gut zu Fuß. Ne? Ja, bleibt nichts anderes übrig. Alles Dankeschön. Klar. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte, aber wahr. Am 23. Februar unterschreiben die Jobsts und zahlten 1.000 Euro an. Mit viel Verspätung kam zumindest ein E-Bike am 23. Mai. Doch eine Woche später war es bereits kaputt. Sie bitten erst telefonisch, dann per Mail um Reparatur. Als nichts passiert, treten sie postalisch vom Vertrag zurück. Einen Monat später sogar per Anwalt. Doch auch dessen Schreiben bleibt ohne Antwort. Mehr als ein halbes Jahr später wenden sich die beiden an mich. Wo liegt der Schaden bei dem gelieferten E-Bike? Und wo bleibt das nicht gelieferte? Ich will antworten. Ja, Fahrgefühl hatten wir ja schon mäßig. Schwierigkeiten, ich weiß nicht. In der Zwischenzeit hat meine Redaktion den Hersteller durchleuchtet. Erzähl mal, woher kommen denn diese Zweiräder? Ich habe einmal die Webseite des Herstellers gefunden, der Marke aus der Oberpfalz, bei denen unsere Zuschauer bestellt haben. Okay, die kennen wir ja. Und dann habe ich einen einzigen Laden gefunden, ebenfalls in der Oberpfalz, in dem diese Räder auch vor Ort verkauft werden. Und die beiden haben nicht nur denselben Geschäftsführer, sondern auch, und das ist dann immer ein Beweis, wie ich finde, dieselbe Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Schönes Wort. Die ist identisch. Bedeutet, dasselbe Unternehmen. Genau, das ist dasselbe Unternehmen. Und weil wir ahnen, dass das eine Bude ist, müssen wir sie uns anschauen. Und im Rahmen eines versteckten Besuches, der fällt für mich flach, für euch aber nicht, bitte die versteckten Kameras dafür packen. In der Zwischenzeit will ich natürlich gern rausfinden, was es jetzt mit diesen Dingern hier auf sich hat. Diese fragwürdigen Drahtesel. Wer weiß am meisten in Deutschland über Fahrräder? Ja, also ich habe da einen Experten aufgetan. Okay. Aha, guten Tag, Herr Brust. Genau, der ist der Geschäftsführer des Deutschen Zweirad-Industrieverbands, öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter, Gründer des Velotech-Prüflabors. Das ist unser Mann. Zu dem müssen wir mit den Dingern jetzt. Bin gespannt, was der dazu zu sagen hat. Ich ahne Böses. Ciao. Laszlo und das Team fahren nach Weiden. Ehepaar Jobst kaufte zwar auf einer Messe, aber die Marke Anjoni ist hier in der Oberpfalz auch in einem Laden erhältlich. Sind die E-Bikes hier auch vorrätig? Hallo, ich interessiere mich für E-Bikes. Ich habe mir schon welche auf eurer Webseite angesehen. Ich wollte mich beraten lassen. Wegen den Anjoni E-Bikes? Klar, auch die. Aber es muss jetzt kein Anjoni sein. Was habt ihr denn noch da? Was anderes haben wir gar nicht da. Dann gucke ich mir die Anjonis an. Also das wäre eins. Wir haben nur Trekkingräder da im Moment. Verstehe. Also die gehen gut momentan, die Anjonis? Ja, die Leute kommen aus Berlin und München, überall her. Okay. Also die Lieferzeit ist momentan circa 6 Wochen. Scheinbar verkaufen sich die E-Bikes wie geschnitten Brot. Trotzdem sind sie innerhalb von 6 Wochen lieferbar. Genau die Lieferzeit, die man auch den Jobsts versprochen hatte. Wohlgemerkt vor 9 Monaten. Und welches Modell ist das jetzt? Ich hatte da auf der... Das Turbo X Lite. Ah, das Turbo X Lite. Das hatte ich auch auf der Website gesehen. Für 2.990, glaube ich? Genau, das ist gerade im Angebot für 2.500. Und 6 Wochen Lieferzeit? Genau, 2.500 und 6 Wochen Lieferzeit. Also ich suche eins für mich und eins für meine Freundin. Wenn ich 2 nehme? Dann machen wir 2.300. 2.300, das geht ja schon mal gut los. 100 Euro mehr, okay. Aber ansonsten ist das Angebot hier im Laden dasselbe wie das auf der Messe für meine Zuschauer. Das Turbo X Lite. 2.200 Euro. In 6 Wochen fertig und lieferbar. Doch meine Zuschauerin wartet seit 9 Monaten auf genau dieses Rad im Schaufenster. Wie kann das sein? Bei Laszlos Probefahrt funktioniert das Modell einwandfrei. Doch Siegfried Jobst wartet seit 4 Monaten auf eine Reparatur. Warum bitte?
Wenn irgendwas ist, einfach anrufen. Wir sind dreimal pro Woche in München. Ein kostenloser Hol- und Bringdienst ist dabei. Wir liefern aus, sammeln welche zur Inspektion ein. Reparatur ist ja immer mal was an der Elektronik zum Beispiel. Ja, klar, verstehe. Unklar ist mir, warum schaut die Firma nicht einmal bei den Kunden vorbei? Wenn sie tatsächlich dreimal die Woche nach München fahren, sind sie schon etwa 60 Mal quasi an deren Haus vorbeigekommen. Denn nach Heimhausen ist es gerade mal ein Umweg von 10 Minuten. Aber selbst wenn die Jobsts wollten, eine andere Werkstatt werden sie nicht finden. Und die gibt's nur bei euch? Nur bei uns, genau. Da ist ein Patent drauf. Die gibt's nur bei uns. Aha. Nur bei uns. Und auf der Website von Anjoni, oder? Ja, per Online-Bestellung auch, aber da sind sie halt teurer. Ja, das habe ich schon gesehen. Da kosten die so 3.000. Genau. Bei uns sind immer Angebotswochen und beim Hersteller ist der Preis immer gleich. Verstehe, verstehe. Dabei sind der Laden und der Hersteller dasselbe Unternehmen. Dessen Firmensitz liegt vor den Toren der Stadt. Modernste Technik aus regionaler Produktion ist das Versprechen. Ganz schön regional ist es hier. Aber von moderner Fahrradtechnik keine Spur. Verfahren hat sich Laszlo aber nicht. Vor dem Jägerzaun liegt der Firmenparkplatz. Während mein Redakteur und das Team in der Oberpfalz eine Märchenstunde erleben, fahre ich nach Schweinfurt zum akkreditierten Prüflabor Velotech. Mit dabei habe ich das E-Bike von Zuschauer Siegfried Jobst, dessen Motor schon bei der zweiten Fahrt den Dienst verweigerte. Frisch Corona getestet, hoffe ich hier auf die ersten Antworten. Guten Tag. Hi. Wir bleiben auf Abstand. Schauen Sie mal, was ich Ihnen mitgebracht habe. Deutschlands, kann man schon sagen, wichtigster Sachverständiger für Zweiräder, hat einen Termin für uns. Vielen Dank dafür erst einmal. Ich will wissen, was für ein Schaden hier vorliegt und ob die Jobsts Garantieansprüche haben. Doch die Probleme sind deutlich größer. Also auf den ersten Blick muss ich natürlich eins sagen, das ist irgendwo ein Kuddelmuddel zusammengestellt. Wenn ich als Gutachter, ich meine, mach den Job ja jetzt 30 Jahre, und als Elektrofahrrad muss natürlich eins haben, ein CE-Zeichen drauf. Ein normales Fahrrad ist ja ohne Elektroantrieb. So, wenn ein Elektroantrieb mit Akku reinkommt, dann wird es zur Maschine. Und dann ist es eine Maschinenrichtlinie, europäisch. Das ist ein europäisches Gesetz. Und die garantiert dem Verbraucher, dass es sicher ist. Haben wir das vielleicht übersehen, das CE-Zeichen? Ist es irgendwo versteckt? Nee, normalerweise steht das CE-Zeichen hier am Sitzrohr. Da, ja? Ach, schauen Sie mal, es ist zwar da ein CE-Zeichen, aber das ist nur für den Motor. Und normalerweise muss der Hersteller das CE-Zeichen da von dem Motor runter machen und müsste hier da auch ein CE-Zeichen auf dem Rahmen drauf machen. Weil das heißt ja das verwendungsfertige Ganze. Das heißt, er übernimmt als Hersteller und als Lieferant auch die Verantwortung, die technische, für das Gesamtmaschine sozusagen. Ja, die gesamte Maschine. Dass einzelne Teile gekennzeichnet sind, reicht nicht. Ein CE-Zeichen muss deutlich lesbar am E-Bike angebracht sein. Meistens am Sattelrohr. Vielleicht findet sich in der Anleitung ein Hinweis. Also das ist die Anleitung eigentlich nur für den Motor und für den Akku. Und das für das Display noch? Und das für das Display. Nee, man braucht eine Bedienungsanleitung. Entschuldigung, gibt's nicht. Dann ist der Kauf schon nicht gültig. Ui. Weil ein Verkauf eines Elektrofahrrads muss immer eine Bedienungsanleitung drinnen sein, sonst ist der Kauf nicht rechtens. Also kann man ohne weiteres als Endverbraucher das Produkt wieder zurückgeben. Dieses Elektrofahrrad erfüllt nicht die gesetzlichen Standards. Dass eine Anleitung fehlt, ist für den Sachverständigen kein Zufall. In der Bedienungsanleitung ist nämlich eine Konformitätserklärung, heißt es. Die Konformitätserklärung bedeutet für den Verbraucher? Für den Verbraucher, dass das überprüft worden ist. In der Konformitätserklärung ist nämlich sind die Namen drinnen enthalten. Da ist auch der Geschäftsführer, muss persönlich unterschreiben, muss auch seine Angaben machen, sonst darf er das Produkt gar nicht in den Verkehr bringen. Das habe ich alles nicht und das haben auch die Kunden nicht erhalten. Dann darf man so ein Produkt gar nicht in den Verkehr bringen. Ach, immer schwierig. Dann ist es nicht verkehrstauglich. Dann müsste man eigentlich dann die Gewerbeaufsichtsämter drauf,
ansetzen und sagen, schaut euch mal bei diesem Hersteller oder Händler um. Wie viele Menschen fahren morgens früh mit einem E-Bike dieser Marke durch den Berufsverkehr? Wenn ich Herrn Brust so zuhöre, kann ich nur hoffen, dass es nicht allzu viele sind. Denn kaputter Antrieb hin oder her, ein begeisterter Sachverständiger klingt anders. In keinster Weise hochwertig. Schauen wir mal auf den Kabelbinder. Langsam einfach bloß mal drüber über den Kabelbinder. Langsam mal drüben. Autsch, sehen Sie irgendwo hochwertige Teile, die einen Preis von 2.500 Euro rechtfertigen? Nee, ich sehe 0,0 nichts an hochwertigen Teilen. Alles Billigteile. Das hier ist, wie man in Bayern hier sagt, ein Glump. Voll ein Glump. Ein Schrott. Ein Schrott verkauft zu hochwertigem Preis, weil es nicht funktioniert. Und weil alles zusammengebastelt ist. Also deswegen. Oh Backe, also mit so einer Diagnose, mit so einem Urteil hätte ich nicht gerechnet. Darauf war ich auch nicht vorbereitet. Wir wollten hier so ein bisschen über Garantiesachen und so reden. Aber das ist als Gesamtding eigentlich vom Markt zu nehmen. Und da haben wir jetzt noch eine Strecke vor uns. Und die wird sehr unangenehm, glaube ich, für die Hersteller. Vielen Dank Ihnen für die Zeit. Ich nehme das Ding wieder mit. Das hat es gar nicht verdient, bei Ihnen hier zu stehen. Alles klar. Vielen Dank dafür. Okay. Dieses E-Bike ist nicht verkehrstauglich ohne Anleitung und CE-Zeichen.